So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farming Simulator 19 auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, ist momentan das Feld angesät. Mit Raps, sieht man. Und das Feld hier auch angesät mit Hafer. Von daher ist momentan erstmal nichts zu tun. Deswegen mache ich erstmal auf 120 so, damit es einfach ein bisschen schneller geht mit dem Wachstum. Und warte, ich gucke ganz schnell nach. Wachsen, ja, auf schnell. Denn ich kann ja momentan nicht so wirklich was machen. Außer mal gucken. Die sehen ja alle noch ganz gut aus. Ja, die ist halt schon ziemlich klein, aber geht klar. Naja, sonst ist alles normal, ne? Ja. Als nächstes dann wieder die Ernte. Nice. Boah, hier hat irgendwer komisch gesät. Ich weiß nicht, wer das war. Ich. Was? Ja. Aber nicht schlimm. Die Sterne fehlen uns dann halt. Theoretisch könnte ich jetzt auch eine Mod reinnehmen, die das Ganze für 9000-facht, aber mache ich nicht. Gut, dann würde ich sonst einfach sagen, solange wie das hier im Wachstum ist, kann ich theoretisch auch einen Cut machen, oder? Oder, also, ihr könnt mir das nächste Mal auch schreiben, heute mache ich immer jetzt einen Cut, aber, für nächstes Mal würde ich dann sagen, dass ihr reinschreibt, was ihr haben möchtet. Guckt, einmal ist es schon gewachsen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Der Raps ist jetzt schon ziemlich weit. So, nächstes ist halt schon erntereif. Und ich habe mir gedacht, warum haben wir immer noch diesen kleinen Mähdrescher? Den verkaufe ich mal. Und den auch. Und wir mieten uns einfach immer einen größeren. Weil wenn wir hier jetzt mieten gehen, dann ist es halt erstmal für 15.000 nur. Und dann halt immer die Zeit, die wir es haben. Und das halt noch mit dem zusätzlichen Schneidewerk. Das hier jetzt. Das auch mieten, sind auch nochmal 2000, aber da kommen wir, glaube ich, irgendwie günstiger durch, als wenn wir, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, als wenn wir halt immer nur die Dings haben. Den kleinen geht irgendwie schneller, lohnt sich mehr, hätte ich gesagt, fürs Erste. Theoretisch können wir den auch immer mieten, aber das ist dann wieder so eine Sache. Ich würde sagen, wir können den eigentlich schon mieten. Mieten, ja. Und auch mieten. Irgendwann müssen wir die halt nur zurückgeben. Das ist, glaube ich, klar. So. Ja, das reicht eigentlich erstmal als Licht. Sorry, mein Lenkrad ist natürlich wieder wie in jeder Folge laut. Und es wird auch nicht mal leiser gehen. Sorry. Es ist einfach so. Mit müssen wir jetzt alle irgendwie zurechtkommen. Da kommt ein Auto. Will aber anscheinend nicht. Blinken wäre auch noch so eine gute Sache, ne? Also, machen wir nur. So. Wir wollen ein bisschen viel von der Straße sein, aber egal. Fertig zu sein, oder? Ja. Dann
Ah, och Manu. Fünfmal, ja, würde glaube ich schon reichen. Erst den Hafer oder den Raps machen wir mal. Hafer würde ich sagen. So, den Hafer kriegen wir diese Folge safe runter. Und Raps, ja, mal gucken, ne. Und dann noch wegbringen. Aber wir werden bestimmt nur einige schaffen. Einige schaffen, denke ich mal. Könntet oder müsst ihr nicht, aber ihr könntet mir auch gerne mal schreiben, in welcher Perspektive ihr das mal sehen wollt. Also entweder so oder so. Auch der liegt schwarz, ne? Ne, das brauchen wir nicht. Ob ihr das sehen wollt, halt einfach. Ist mir eigentlich egal, ich kann beiden. Da schon. So. Müsst ihr einfach mal schreiben. Ja, dann habe ich das noch gedacht, verkaufe ich die Sähmaschine und kaufe mir dafür mal eine anständige große. Könnte man natürlich machen. Nur jetzt ist noch die Frage, sollen wir das machen oder nicht, weil der hat natürlich eine größere Fläche dann, ne? Also das ist auf jeden Fall Fakt. Es geht alles viel schneller. Wenn wir natürlich irgendwie bei unserem alten Stil, sag ich mal, bleiben wollen, ja, und dann müssen wir das so auch lassen. Aber von mir aus können wir uns ja eine größere mal kaufen. Weil wir haben ja jetzt das Geld einigermaßen. Und wenn wir dann halt noch irgendwie den Hafer und den Raps verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich allen den Hafer verkaufen will, weil es gibt ja theoretisch auch Tiere und zum Beispiel die Pferde fressen halt Hafer und ja, Weizen, die Hühner halt und ja, ich glaube, das wisst ihr auch irgendwie schon. Wenn nicht, könnt ihr irgendwie mal nachgoogeln. Ich weiß es auch nicht auf dem Kopf. Auf jeden Fall, die Pferde fressen Hafer, Hühner, Weizen. Schweine fressen Mais und vieles eigentlich, Rüben glaube ich auch und Weizen auch, glaube ich. Also, ich weiß es nicht. Die fressen auf jeden Fall mehrere Sachen. Schafen fressen Heu und so. Also, vielleicht können wir da auch mal irgendwie was machen, aber müssen wir dann mal sehen. Ich hatte auch eigentlich vor, mir das Glas-Pack zu holen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das von Farming Simulator, das Glaspack, wo ein Glasdrescher drin ist, ein Glasanhänger, Glas-Traktor auf jeden Fall noch. Ich glaube, noch ein kleiner Glasdrescher. Noch ein anderer Glasdrescher, glaube ich, auch noch. Dann noch irgendwie so eine komische Trecker-Edition. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da halt ein paar mehr Fahrzeuge und Anhänger und so dran. Und wenn ihr wollt, dann könnte ich mir das auch noch holen. Aber ganz so teuer ist es ja nicht. Also mal gucken, ob wir das hier noch mit reinbringen. Könnt ihr ja entscheiden. Wahrscheinlich schreiben jetzt alle, ja, mach. Nur damit ich Geld ausgeben muss. Oh. Aha. So. Dann haben wir gleich das Vorgewende. Ich versuche das jetzt mit dem Lenkrad irgendwie mal ein bisschen leiser hinzukriegen heute. Nicht so einen ruckartigen. Aber ich kriege das auch nicht so wirklich gut hin. So. Und dann einfach nur noch Bahn ziehen. Das kann dann eben mal der Helfer machen.
Warte mal, wie viel PS braucht die scheiße Maschine? 108 und ja, 105, ja locker. Aber, wenn wir mal hier gucken, dann hatte ich gedacht, dass wir die holen. Braucht 180 PS, ne? Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also müssen wir noch schreiben. Ja, warte mal. Die hat Dünger, die nicht. Die hat wiederum Dünger, aber die ist dann aber auch schon wieder ganz schön teuer. Und braucht auch 270 PS und wir haben 214. Und ja, müssen wir mal gucken. Können wir aber auch sonst zur Not in der nächsten Folge. Warte, ich. Ich will das Lenkrad nicht so laut machen. So. Weil der kann einfach viel schneller fahren als die kleine Gurke da. So. Huch, wie viel hat der denn geschafft? So, dann kann hier schon mal was reingeladen werden. Also gegen den Mähdrescher ist der Anhänger ja echt ein Spielzeuganhänger. Boah, wie viel hat er? Ich wollte gerade schon sagen. Wie viel hat der denn schon gedroschen? Die sind ja eigentlich nicht so teuer, ne? Nicht so teuer, die sind absolut teuer. Ja, mit dem Kahn, ne, ja. Theoretisch können wir uns ja auch einfach hier. Da hier sind Düngerstreuer oder so holen. Den. Das geht ja auf jeden Fall dann. Und ist es teurer? Nö, ist billiger insgesamt. Aber da hast du natürlich auch mehr Breite, ne? Aber dafür brauchst du auch wieder einen größeren Träger. Also es hat so seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Also müssen wir gucken, was wir machen. Es hat alles Vor- und es hat alles Nachteile. Ja. Aber wie sprach der Blinde? Wir werden sehen. Ja, ich weiß, sie war nicht lustig. So, ich glaube, wir haben jetzt das Haferfeld abgeerntet. Und dann sollte das so für die Folge reichen. Ich mache eben noch mal den kleinen Schnippel da weg. Ich weiß nicht, wie komme ich auf Schnäppel? Kleine Ecke hier halt. So. Dann lade ich das eben nochmal über. Also, ich bin aber auch blind, ne? Wahrscheinlich war ich auch. War klar. So, dann. Oh. Dann würde ich sagen, können wir in der nächsten Folge anfangen mit der Rapsernte. Wo ist Hafer denn gerade viel wert? Hafer, Hafer, Hafer. Da. Entweder da oder da. Getreidespeicher. Was, wie heißt der? Getreidemühle heißt der. Darf Hafen Süd oder Getreidespeicher Ost? Ist das Hafen Süd? Das Hafen Nord. Das heißt, das ist Hafen Süd. Oder Getreidespeicher. Was ist jetzt Getreidespeicher? Nee, der hier? Nee. Der hier? Nee. Nee, hä? Getreidespeicher? Der hier. Ja, beide da unten. Okay. Dann bringen wir es zumindest zu der Erde. Gut, dann würde ich einfach sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich unterstützen.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.